Hallo und herzlich willkommen beim kleinen Testvideo über ein paar Mods. Ihr seht es gerade, Flusswald sieht ein bisschen anders aus und auch die Stimmung ist ein bisschen dunkler, ist ein realistischer. Wir sehen hier sehr viele Details, ein neues Haus, aber es ist zu. Dann haben wir mehr Tiere, zum Beispiel die Gänse hier vorne. Die Kleinen sind auch hier, okay. Rotner ist noch vom Hauptspiel. Ja, Wettereffekte scheinbar. Und ich hoffe, es stimmt alles, weil ich schaue jetzt gerade das erste Mal rein. Das ist leider auf Englisch, man kann es nicht auf Deutsch stellen. Wir gehen mal rein in das Gasthaus. Ja, die Ladezeiten sind ein bisschen höher geworden, aber ihr braucht etwas? Man hört den Regen. Es ist schwierig, das nicht zu tun. Ihr braucht etwas? Ja. Das ist mein, Magier sozusagen. Ich habe ihn extra ein bisschen dünner gemacht. Und Spells habe ich jetzt noch nicht so viel. Aber ich kann zum Beispiel die Kittisons, also die Leute, die herumlaufen, ein bisschen kontrollieren. Ich kann Emotes machen. Use Stop. Playing Animation. Okay, World. Interactions. Bang on Doors. Search Body. Land on Surface. Ja? Ich kann einfach irgendwo drauf stützen, ohne dass es irgendwas gibt. Okay. Dann habe ich zum Beispiel, dass wir hier nicht mehr den Spiel unsichtbar machen, wenn wir nah heranzoomen. Für Fotos und so Sachen. Ja. Und ja, wir haben sehr viele Pferde und alles Mögliche. Ich habe ganz viele Pferdemods installiert. Ich hoffe, dass das auch irgendwie mit Drachen möglich ist. Also wenn ihr Tipps oder Wünsche habt für das Let's Play, also Roleplay, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare posten. Ich bin jetzt mal am Suchen von der Karawane. Die habe ich in ein paar Dörfern hinzugefügt durch einen Mod. Ah, da ist zum Beispiel ein neues Pferd. Ich finde, die sehen richtig cool aus. Zwar nicht so realistisch, aber die sehen echt geil aus. Ja, ich weiß. Also auch der Sattel ist anders. Und, sehen ein bisschen mangahaft aus, habe ich so das Gefühl. Die Sichtweite ist viel besser. Und eben ganz viele neue Wetter- und Lichteffekte habe ich auch hinzugefügt. Yes. Well, hello there. Ich möchte aber gerne nach Fluss, ich sage immer Flusswald, Weißlauf gehen, aber ich habe keinen Schnelltrader und ich habe das auch noch nicht gesehen mit diesem Charakter. Deshalb laden wir mal kurz den Rollenspielcharakter. Ja, da muss ich leider rausgehen. Sonst kann ich ja den Charakter nicht wechseln. So. Und dann schauen wir mal die Pferde und so an. Wir sind leider oben bei der Drachenfeste, aber müssen kurz runter. Ah ja, etwas ist cool. Wenn es geht. Ich hoffe es, aber ich habe es eingestellt. Wenn man jetzt hier zur Tür läuft. Nein, der Tür geht's nicht. Wir gehen mal unten in ein Haus rein. Was sollte eigentlich gehen? Ich habe es installiert. Das sollte eigentlich gehen. Ich habe irgendwie mega wenig Ausdauer durch einen Mod. Das müssen wir zuerst trainieren. Hä, wieso geht denn das nicht? Geht das nur in paar Toren? Also scheinbar kann man jetzt die Tore einfach so aufmachen. So richtig realistisch. Und keine Instanz mehr. Aber irgendwie geht's nicht. Schade. Das muss ich dann noch ein bisschen besser einstellen. Das sollte eigentlich sonst gehen. Ja, es ist ein Novizenschloss, also viele Türen sind halt nicht offen. Aber eigentlich müsste doch das gehen.
Was habe ich denn da falsch installiert? Okay, das kann ich leider noch nicht zeigen. Ich finde einfach, die Stimmung ist mega genial geil. Leider habe ich jetzt gerade keinen Bock, das Mod, also die Mods unten in die Dingbeschreibung zu tun. Weil das ja auch ganz viel zu schreiben ist. Ja. Aber ich werde es dann euch zeigen. Das sowieso nicht. Geht's hier? Aber irgendwie sollte ich einen Mod installiert haben, wo man automatisch dann die Türen geöffnet bekommt. Schade. Vielleicht Mod-Konflikte oder so. Ja, die Ladezeiten sind ein bisschen hoch geworden. Vor allem wegen dem ANB-Shader. Also Reshade, nicht ANB. Reshade. Kann das schon ein bisschen länger dauern. Deshalb bin ich ja am Testen. Also ich hoffe, dass ich das Let's Play auch weitermachen kann. Ihr braucht etwas. Aber schaut euch mal die Sichtweite an. Ich weiß nicht, welcher Mod das ist. Wahrscheinlich diesen Darkshade. Ich kann leider jetzt momentan nicht Knopf drücken, weil sonst der Livestream gestartet wird. Position 1. Ja. Pferde sehen jetzt nicht so viel anders aus. Aber irgendwie ein bisschen muskulöser, habe ich so das Gefühl. Die haben sogar einen Namen. Das ist mal krass. Hallo Huhn. Hallo nochmal Huhn. Hallo Kleiner. Ja. Das ist Scavenger Arsgeier. Auch dieses Pferd. Ich mag solche Pferde. Sieht mega geil aus. Braucht ihr etwas? Ja, ein bisschen reden. Und die Sättel habe ich auch neu eingefügt. Also als Mod. Sind zwar ein bisschen undetailliert aus, aber irgendwie tausendmal besser als die Originalsattel. Ah ja, genau, wenn man jetzt hier auf eine Blume klickt, da sieht man, ah, wir haben da noch nicht alles Alchemie-Kenntnisse über die Blume. Und links steht, wir haben schon 20 Bergblumen. Rechts unten die Traglast und das Gold. Und oben sieht man, glaube ich, Informationen über Gegner. Das ist mega geil. Adventured Hut oder so, das heißt es. Big Hut oder More Hut oder sonst irgendwas. Einfach Hut. Und ja, die Regeneffekte sind mega krass. Also jetzt gerade die Thunder-Effekte sind so richtig HD, HD-Sound. Und genau, Nierenwurz hat jetzt nicht mehr so einen blöden Blitz-Sound, sondern eher so ein Klimpern. Ah, ich liebe das. Ich mag einfach Skyrim so sehr, dass ich da süchtig bin nach Modden. Es noch besser machen möchte und alles Mögliche. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Ja, da habe ich leider nichts zu machen. Also, ja, kann schon, aber jetzt gerade nicht. Hier, das Feuer ist auch neu, oder? Also, zumindest sind die Effekte viel besser. Oh, da geht jemand. Wenn ihr Met kaufen wollt, sprecht mit Sabion. Leider sind viele einfach jetzt auf Englisch, also ich kann es ja übersetzen. Oh, da ist ein Kampf. Kämpfen ein paar Banditen und Vampire. Ein paar Scavenger. Der andere rennt einfach davon. Hallo? Ja. Geht's Ihnen gut? Ihr braucht etwas? Ja, deine Robe. Immer diese blöden Vampire. Heieiei. Jo, das war's. Eigentlich. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, jetzt leider momentan 48 FPS. Weil irgendwie sind die Stimmen sehr langsam, also ein bisschen lange gezogen. Und deshalb kann ich da nicht so gut aufnehmen. Aber die Grafikkarte ist ja am kommen und dann wird es auch wieder 60 FPS haben. Genau. Schauen wir noch die Tiere hier an. Die eine Kuh bewegt sich so komisch. Was ist denn das für ein... Das ist ein Ochse. Ich denke, das ist ein Ochse, oder? Ich bin nicht so, Ochsenkenntner. Ach, wie süß. Okay. Wie süß die klingen. Real-Life-Sounds.
Ich wollte das Spiel nur ein bisschen realistischer machen und ich habe es jetzt schon hyperrealistisch. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Nein, ich sterbe an der nächsten Ecke. Okay. Ich wollte noch ein bisschen Wetter zeigen, kommt nach aber werdet ein Gefährte. Ja, es ist halt relativ eintönig gerade, also das Wetter ändert sich nicht so die viel. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Ihr habt keine Waffen? Ah, doch. Wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. So was kann man mit ihm eigentlich so machen jetzt. Ich habe mich gemeldet, weil ich einfach nicht mit ansehen konnte, wie die Sturmmäntel alles zerstörten. Was soll ich nehmen? Sie beide fehlt Englisch, also. Ist leider wenig Deutsch sozusagen. Aber ich kann ja vieles übersetzen. So mittlerweile bin ich ein bisschen besser im Englischen. Nicht perfekt natürlich. Eher unperfekt, aber. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, einen Einblick auf neue Mods zu werfen. Und wenn nicht. Ja, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was euch nicht so gefallen hat. Das ist natürlich ein bisschen besser als nur zu disliken. Ihr dürft natürlich disliken, aber gebt mir doch ein Like, damit ich es nicht so schwer habe auf YouTube momentan. Und jo. Da ist jemand. Sturm. Ach, wie geil. Das macht viel mehr Spaß. Okay. Das macht viel mehr Spaß. Aber was muss ich drücken? Ich möchte gerne vom Pferd. Ich will eigentlich nur ab dem Pferd, aber ich weiß die Taste nicht. Machen wir noch kurz ein bisschen weiter, bis ich das sehe. Rennen, automatisch warten. Welche Taste ist das Pferd runtergehen? Ja toll, ich muss das mit diesem Menü machen scheinbar jetzt. Ja, wenn es gehen würde. Ah, Umschalt, okay. Da haben wir nämlich eine Person, ein Bandit. Ja. Ich weiß, was ich als nächstes mache, dieses Pferd holen. Das sieht nämlich richtig süß aus. Das sieht aus wie ein Esel oder Maultier von der Farbe. Ja, okay. Bist du mein Pferd dann? Ja. Okay, die Ohren sagen ja. Nicht? Ja. Okay. Okay, ja. Gut. Mann, das ist so realistisch. Ich liebe das. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.